Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spielerbewertungsvideo hier auf meinem Kanal. Ich habe mich gegen diese Karte irgendwie ein bisschen gewehrt. Ich habe den schon mal im Draft gespielt und auch letztes Jahr fand ich ihn nicht so überragend. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nicht der krasse Killer bin, also die 5 Sterne Spezialbewegungen für mich nicht so wertvoll sind. Aber er hat 4 Sterne schwacher Fuß, das ist mal sehr gut. Starker Fuß rechts, hat eine hohe Mittelarbeitsrate, ist halt 1,88 groß und hat einen High-End-Average-Body-Type. Ich habe jetzt mal die Leihkarte gemacht, wir werden 4 Spiele oder so mit dem machen in der Qualifikation. Französische Ikone mit Engine, schaut das eigentlich sehr, sehr gut aus. Antritt 95, Sprintgeschwindigkeit 96. Der Schuss ist krass, da ist der Elfmeter mit 92 der schlechteste Wert dazu. 99 Volleys, krasse Weitschüsse, Schusskraft ist gut, Abschluss ist gut, 94 Stellungsspiel ist top. Dazu das Passspiel auch sehr, sehr gut und darum werde ich den auch als hängende Spitze bzw. als ZOM spielen. Übersicht geht auf 99 Flanken, auf 99, 87 Freistoß, die kurzen Pässe gehen auf 97, die langen auf 93 und 99 FE, das sind auch sehr, sehr kranke Werte eigentlich. Beweglichkeit schrauben wir hoch auf 93, die Balance auf 97, 92 Reaktion, 98 Ballkontrolle, Dribbeln geht auf 99, Ruhe ist auf 98. Also sogar Defensivwerte, das defensive Bewusstsein bei 43 ist der niedrigste Wert, aber er kann abfangen, Fernzweikampf und Grätsche. Schauen wir mal, ob wir das brauchen. Kopfballpräzision und Sprungkraft, beides bei 93, auch die Ausdauer, auch die Stärke. Also da haben einige 93er und Aggressivität auf 94. Also von den Werten her schaut die Karte schon krass aus. Das Einzige, auf das es jetzt ankommt, und ich habe leider sehr, sehr oft schlechte Verbindung, wie wird er sich da steuern lassen? Spielereigenschaften hat er noch Flair, Außenrissschuss, Powerkopfball und dann hat er noch Dribblingtechniker, Lupfer und Distanzschütze, Spielmacher für die CPU. Also einige Traits, vor allem Außenrissschuss, sehr, sehr nice. Icon-Profil können wir uns anschauen, hat natürlich lange Zeit in Frankreich gespielt, ist dann auf die Insel gewechselt zu Leeds und dann 5 Jahre bei Manchester United und die Karte hat er bekommen für den Sieg gegen Liverpool im FA Cup Finale 1996, damit macht er sich gleich unsympathisch, Kappa. Ich bin ja Liverpool-Fan, aber alles in Ordnung für Frankreich, 45 Mal gespielt, aber ich glaube die meisten Leute kennen den eigentlich von seiner Zeit bei United und von seinem Kung-Fu-Tritt damals. Und ich habe mir da halt ein Team gebaut, wo Maradona eher außen spielen wird. Felix wird mein Stürmer sein und Isco wird auch außen spielen, beziehungsweise auch vielleicht mal im Mittelfeld aushelfen, der hat ja gute Defensivwerte. Meine beiden Minis mit Lahm und Verratti im Mittelfeld, bin sehr gespannt. Und hinten auch mal ein bisschen was anderes mit Ramos und Nuno Mendes und Alaba und Dest, habe ich schon lange nicht mehr gespielt im Tor Courtois. So kommen dann alle auch auf 10 Chemie, aber jetzt soll es um Cantona gehen und den schauen wir uns jetzt genau an. Gut, wir hatten einen Gönner im ersten Game, dafür bekommen wir da jetzt einen, der ein sehr, sehr stabiles Team hat, auch mit Isco, mit Rodrigo, Puskas. So, schauen wir mal, ob wir da die Beweglichkeit ein bisschen testen können. Ja. Ja, die Drehungen schauen eigentlich gut aus, dauert halt ein bisschen länger aufgrund seiner Körpergröße, aber wirkt nicht so schlecht. Naja, da muss man halt mal probieren von da. Ja, habe ich zu lange gewartet mit dem Schuss. Ja, der Laufweg war gut von Cantona. Der Pass von mir dann nicht gut. Ja, auch da eigentlich, der Lauf da rein war nicht schlecht. Was macht Cantona da draußen eigentlich? Ja, der Pass ist schwer zu spielen dann. Ja, ein bisschen Platz mal gehabt und abgezogen. Ja, schade, gut durchgegangen. Das ist mit diesen Abblockern halt ein Wahnsinn. Ja, ein bisschen glücklich, dass wir den bekommen, aber Vorlage macht er. Boah, da ist er gut reingekommen. Ja, es hat lang gedauert, wieder der Schuss. Schade, schade. Spieler des Tages mit einer Vorlage war Cantona. Und wenn man sich die Bewertungen meiner Spieler anschaut, wo Cantona mit 7,9 der Beste ist, beim Gegner sogar alle noch schlechter, dann könnt ihr euch vorstellen, wie gut das wieder spielbar war. Also die Verbindungen und das Gameplay ist Horror. Ich werde für dieses Review auch nichts mehr sagen über das Gameplay, aber es ist einfach furchtbar. 97% Dribbling-Erfolgsquote, hat sich okay angefühlt, 75% Passgenauigkeit. Und wir hatten 5 Schüsse, davon waren 3 erfolgreich. Leider nichts Nennenswertes. Wir gehen ins nächste Game. Gut, unser nächster Gegner. Wieder mit einem bunt durchgemischten Team. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr nice aus.
und wieder Kunde, also das ist mein Albtraumverteidiger. Also schön nach vorgegangen, der Cantona. Aber gegen Kunde ist leider wieder Stopp. Also dieser Kunde ist abartig gut. Das Tempo wirkt aber ganz gut eigentlich auch von Cantona. Flanke kommt leider nicht rein. Ich sag besser nichts mehr. Yes! Nachspielzeit-Tor, wie immer, man kennt's, aber Cantona Gold richtig. Ja, guter Lauf von Cantona, probieren wir den Lupfer. Ja, der war leider nichts. Cantona zumindest mit einem Tor, 95% Dribbling-Erfolgsquote, das funktioniert scheinbar ganz gut, aber es fühlt sich ehrlicherweise nicht sehr, sehr agil an, aber ja, wenn er so eine Quote hat und den Ball dabei nicht verliert, soll es mal recht sein. 83% Passgenauigkeit und 5 Schüsse mit 60% wieder. Ich hoffe, es wird besser im nächsten Game. So, der nächste Gegner mit einem krassen Team, aber ein Goldtorhüter, na schauen wir mal. Und das war gut von Cantona, das war gut. Ja, der verteidigt schon wieder nicht selbst, macht alles die CPU, es ist so nervig. Ja, schöner Lauf von Cantona, komm. Ja, sehr weit vorgelegt, aber er hat Gott sei Dank den Torwart gemoved. Jetzt schauen wir uns auch mal, na gut, ich wollte sagen, wir schauen uns mal sein Playerface an. Jubeln dürfen wir nicht. Ja, guter Lauf wieder von Cantona. Yes, nice, komm jetzt, zeig uns mal deinen Jubel. Gut dran geblieben, gut dran geblieben. Er ist definitiv eine seiner Stärken, der Körper. Ja, komm, zieh durch, zieh durch. Ja, nice, nice. So, endlich haben wir mal wieder einen Gegner per Rage Quit in die Knie gezwungen und Cantona mit einer 9,1, zwei Tore und eine Vorlage. Auf ZM, wie gesagt, das war jetzt stabil, zwei Schüsse mit 100%. Dafür jetzt die Dribbling-Erfolgsquote und die Passgenauigkeit auf 81% bzw. 82%, aber in dem Game hat man sehr gut gesehen, ich habe euch da ein, zwei Szenen drin gelassen, dass er den Körper immer sehr, sehr gut einsetzt und wir machen noch ein letztes Game mit ihm. So, unser letzter Gegner mit einem Serie A-Team, schaut sehr stabil auch aus. Ja, leider hätte ich vielleicht anders lösen sollen, aber das hat zu lange gedauert. Ja, ich weiß nicht. Ja, okay, ich nehme es zurück. Die Beweglichkeit weiß ich nicht, finde ich jetzt nicht überragend, aber der Abschluss war überragend. Ja, das war auch sehr, sehr gut, also der Lauf war super. Aber da, ja, wie gesagt, ich weiß es nicht, da fehlt mir ein bisschen das Feingefühl. Ja, die Beweglichkeit haben wir nochmal getestet, am Ende hat es nicht gereicht. Ja, zuerst schlecht, dann aber gut von Cantona. Erwischt er den jetzt kaum? Naja, Powerheader war das keiner. Ja, gut freigelaufen, Cantona, gut freigelaufen. Ich hoffe, jetzt haben wir es. Gut, Cantona, Spieler des Tages mit einer 8,4, 4 Schüsse, 2 davon erfolgreich, 17 Pässe mit 71% und 21 Dribblings mit 86% und einen Zweikampf, den hat er gewonnen. Ja, schauen wir ins abschließende Fazit und reden wir ein bisschen über ihn. Gut, abschließendes Fazit. Ein Spiel haben wir ja nicht gemacht, das erste, das war ein Geschenk des Gegners, ansonsten stehe ich jetzt 4:1 in der Qualifikation. Sehr, sehr krampfige Spiele, ich sag's noch einmal, die Verbindung war mies und das wirkt sich wahrscheinlich auch auf sein Gameplay aus. Ich muss sagen, bei der Beweglichkeit, weiß nicht, obwohl die da gut ausschaut von den Werten, muss man halt klarkommen damit. Für mich fühlt er sich trotzdem ein bisschen strack an. Bitte, wie gesagt, auch da mit einbeziehen, dass sich die Verbindung, also die Server fühlen sich mies an, obwohl bei mir 18, 20 Millisekunden stehen. Das hat gar nichts zu bedeuten. Ich weiß es nicht. Ich spiele halt da immer, glaube ich, auf italienischen Servern. Ich spiele auch sehr oft gegen Italiener und keine Ahnung, was es mit dem Server auf sich hat. Es ist auf jeden Fall dort so, dass meine Gegner immer
weiß ich nicht, maximal 20% ihrer Zweikämpfe gewinnen und aber 30, 40, teilweise 50 Zweikämpfe im Spiel haben, die Bälle immer zurückspringen. Darum muss man es ein bisschen mit Vorsicht genießen. Ich meine trotzdem, er ist ein bisschen stark, ein bisschen steif, aber was auf der Karte sehr, sehr nice ist, ist seine Physis. Also wie er den Ball abschirmt, wie er sich den Ball auch oft dann zurückerobert, das hat er ein paar Mal sehr, sehr gut gemacht. Das Positionsspiel und seine Laufwege fand ich auch eigentlich sehr, sehr nice. Und der Schuss ist Hammer, also das ist ein richtiger Kracher, der hat einige geile Buden da jetzt gemacht. Und ich muss sagen, in 4 Spielen 7 Torbeteiligungen als ZOM, da bin ich eigentlich mit dem auch sehr zufrieden. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er schlecht ist. Man muss klarkommen mit seinem Bodytype und mit seiner Beweglichkeit. Alles andere ist eigentlich super auf der Karte. Also das Passspiel hat gut geklappt. War jetzt nicht super sensationell gut, aber auch nicht abgrundtief schlecht. Also das war schon sehr gut, würde ich sagen. Der Schuss, wie gesagt, Hammer. Das Tempo hat sich eigentlich auch sehr, sehr gut angefühlt. Immer wieder, wie gesagt, gut die Bälle abgeschirmt mit seinem Körper. Immer wieder gut anspielbar gewesen. Ich finde, es spricht nichts gegen die Karte, wenn man Bock hat auf den. Ich finde trotzdem, für meinen Spielstil passt er nicht so wirklich. Mir ist er einfach zu unbeweglich. Ich spiele da lieber irgendjemanden, der ein bisschen wendiger und beweglicher einfach ist. Also das muss halt jeder für sich selbst entscheiden. Aber ansonsten kann der da vorne eigentlich alles. Wie gesagt, Tempo, Schuss, Passen, das funktioniert gut. Auch das Dribbling ist jetzt nicht abgrundtief schlecht. Man muss, wie gesagt, damit klarkommen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Ich hoffe, ihr habt bessere Server als ich. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.